Jo, was geht YouTube? Ich bin's wieder, JamTV. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Wie ihr wisst, habe ich mir vor kurzem mein Motorrad gekauft. Allerdings habe ich noch keinen Führerschein. Und deswegen bin ich zu einer Fahrschule gegangen. Zu der Fahrschule May. So, erstmal Jacke anziehen, ne? Mit Protektoren. Mal gucken, ob das passt. Ja, zukünftig brauche ich sowas nicht mehr, aber jetzt für die Fahrschule. Zukünftig nackt mit Tanga saß er. Gucken wir mal. Passt. Humor hat die Fahrschule auf jeden so, Fall. So, Hose habe ich. Hose habe ich auch noch. Mit so Badehose geht das nicht, Junge. Ja, sieht fresh aus, oder? Leute, ihr könnt übrigens auch die ersten Fahrstunden von mir oder von den Fahrschülern bei der Fahrschule May auf dem TikTok-Account sehen, weil der streamt das immer und filmt die Leute dabei und dann machst du dich noch lustig über die Fahrschule, habe ich gesehen. Normal, wenn, guck mal, so, wenn so Pappenheimer so mit Pyjama kommt, was soll ich denn dann sagen? Das geht so nicht. Ja, da wollen wir hin. Ne, das ist die A-offene. Mhm. Das ist unser Honda Rebel. Boah, A2. Wird dir gut zu Gesicht stehen. Ansonsten habe ich auch noch natürlich Schuhe für dich. Nee, jetzt ernsthaft? Wenn du jetzt morgens mit Badelatschen ankommst? Nein, mit Badelatschen nicht, aber ich habe normale Stiefel halt. Wie Stiefel? Timberlands. Ganz normale Timberlands. Du bist auch Timberland. Kennst du nicht Timberlands? Kenn ich Timberlands. Aber schwarzen sind, Stiefel, so wir ganz normal. Wir sind doch nicht in Timberland. Geht nicht, ja nicht. Normalerweise nicht. Okay. Normalerweise. Was braucht man denn normalerweise? Stell dir vor, du knickst da um, fällst da hin, Bein gebrochen. Aber das ist ja übergelenkt, das geht ja schon drüber. Ja. Das ist jetzt nicht wie der, sondern der kommt schon bis hier. Ja. Ja, aber das ist doch nicht stabil. Doch, der ist stabil. Ach, stabiler schon. Da muss stehen. Echt Leder. EG, Richtlinie und so weiter, da steht bestimmt nichts. Da steht noch Timberland. Ja. Hört sich für mich an wie Phantasialand. Ja, Leute, auf jeden Fall morgen meine ersten Fahrstunden mit diesem sympathischen Fahrlehrer. Falls ihr auch nicht zu so einer Fahrschule wollt, dann besucht Fahrschule May, ihr wisst Bescheid. Leute, ich hatte euch bereits gezeigt, mein Motorrad. Ich hatte das Motorrad bereits gekauft, aber ich hatte den Führerschein noch nicht. Den Führerschein habe ich jetzt bestanden. Auch liebe Grüße gehen raus an die Fahrschule May, die mich da unterstützt hat. Ich kann euch nur empfehlen, falls ihr aus Essen und Umgebung kommt, geht zur Fahrschule May. Die haben auch extra für Frauen eine Frau als Fahrlehrerin. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich freue mich sehr auf dieses Video. Ihr seht schon, ich bin all black gekleidet. Ich habe genau heute meinen Führerschein beim Straßenverkehrsamt bekommen. Das Motorrad bin ich aber so nicht zufrieden. Die Seitenspiegel möchte ich ändern, weil wir haben ihr den Namen gegeben Diablo und dementsprechend soll sie auch aussehen. Und deswegen braucht sie Hörner als Seitenspiegel, die dann so und so kommen. Das werden wir jetzt gemeinsam machen. Ansonsten ja, könnt ihr euch das Motorrad gerne nochmal hier so ansehen. Wir uns das Baby mal an, ne? Damit wir alle lange noch gemeinsam Spaß haben auf diesem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt ein Gebet für euren Bruder ausschüttet, damit ich das Ganze auch überlebe, weil wir wollen ja noch weiterhin viele Jahre gemeinsam verbringen und das ist nicht ungefährlich, darauf möchte ich auch gerne nochmal aufmerksam machen. Ne? Falls ihr euch ein Motorrad zulegt, dann seid euch den Gefahren bewusst, selbst wenn ihr keinen Fehler macht und der andere einen Fehler macht, ist euer Leben trotzdem auf Leitfaden. Also ich hätte mit 17 auch meinen Autoführerschein parallel mit Motorrad machen können, wollte ich aber nicht, weil ich mir dachte, ich werde das dann nicht überleben. Dementsprechend mit 25 Jahren habe ich mich entschieden, Motorrad zu machen, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich reif genug. Und deswegen lasst euch ruhig Zeit, ne, überstürzt das Ganze nicht. Ich zeige euch mal, wie ich als fertiger Biker aussehe. Ich würde sagen, wir frisieren das ganze Motorrad mal jetzt ein bisschen um. Machen wir jetzt als allererstes die Seitenspiegel ab. Nicht, ich musste nur noch einmal drehen, okay, doch. Ja, okay. Easy. Haben es herausgefunden. Und fast wieder kaputt gemacht. So. Jetzt so schnell. Den einen habe ich abbekommen, aber den anderen nicht, Manuel. Der hat ihn doch nur rausgedreht. Ich glaube, ich drehe falsche Richtung. Deswegen. Ich habe den, glaube ich, behindert festgedreht. Ja, das wird hier übertrieben heiß. Boah, das ist hier übertrieben heiß geworden. Das riecht nach Verbrennung. Fass mal an, Alter. Vom ganzen Drehen. Ja.
welche Richtung muss ich denn? Guck mal, jetzt wird der mal fester. Ja, jetzt habe ich ihn. War ein Kampf, du. Ohne Seitenspiegel sieht auch geil aus, ne? Ja, natürlich komplett illegal. So. Ja, aber hier bricht der. Hier geht's? Wunderbar! So sollte das eigentlich aussehen. Ich verstehe gar nicht, warum das auf der anderen Seite so ein Krampf ist. Naja, wir machen das Beste draus. Und die andere Seite kriege ich auch noch nicht mehr. So, jetzt ziehe ich fester, damit der auch nicht mehr abfällt. Zack. Fast eigentlich. Ein kleines Stück mehr noch, wenn ich schlicht. Aber ich schwöre, guck mal meine Handfläche. Ich drück schon wie so ein Fläche. Ja. Passiert jetzt zwar ein paar Macken, aber halb so wild ist ein Motorrad, ne? Wunderschön. Wunderschön. Jetzt drehen wir den Hasen hier auch zu. El Diablo. Herzlich willkommen in der Familie. Ist jetzt witzig. Ja. Und mehr mal Gas. Hey, ich hatte das Fahrstuhl-Motorrad, man weiß, wie krank schnell der anzieht. Oder Fahrstuhl-Motorrad so. Der ist so direkt nach vorne. Die erste Fahrt. Boah, das ist schnell, ja. Thank you.
Leute. Wir sind jetzt angekommen bei der Sonnenbank. Ich gebe mich jetzt Sonnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ready. Fertig bei der Sonnenbank. So Leute, ich bin jetzt hier bei der Sonnenbank. Ich habe die Sonnenbank-Dame geklärt. Mach mal aus. Du bist jetzt caught on camera. Gell. Komm, ich zeig dir Motorrad. Dappenende, gell. Sexy. Und dann back. Tam Diablo. Gell, Turatalo. Geil. Top 6. Gell, schau mal. Islanacan. Şeker gibisin, hemen bozulursun. So Leute, ich weiß nicht, ob man noch so gut sieht, aber es regnet jetzt. Wir machen eine Nachtfahrt. Und wohin geht die Fahrt? Die Fahrt geht zu Koda. Wir haben auch bereits einen gemeinsamen Kanal, Leute. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann abonniert den gerne. Jetzt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort machen wir gemeinsam unseren Quatsch, unsere Reisen und Streaming-Highlights. Alles, was wir nicht machen, kommt dann auf den gemeinsamen Kanal. Und ja, würde ich sagen, Abfahrt. Abfahrt. Zack. Zack. Ja Allah, Bismillah. Ja Leute, die erste Fahrt direkt im Regen. Angekommen bei Koda. Ja. Hallo Kiri. Mir ging es heute Nacht nicht so gut. Aber wie nah willst du Leute, da rangehen? Alle in die Kommentare, das ist Weitwinkel, Bruder. Boah, aber Weitwinkel ist immer richtig gut, wenn man so guckt. Du musst mir den Kopf wissen. Ja, dann schielst du richtig wie so ein Haifisch. Ich weiß, ich hoffe, dein Video wird gelb, Jam. Ich hoffe, dein Video wird jetzt. Weißt du, warum Haifisch? Einfach Hammer. Ich das einmal. Leute, Halloween Special auf dem gemeinsamen Kanal, der heißt Real Man! Man. Man, 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 beste Werbung. Das Grobschnitt jetzt, ne? Ja. Okay. Also, wir jetzt kurz Feedback und dann. Also, gucken wir jetzt das ganze Video direkt? Ja. Wie lange geht das? Es geht so 16 Minuten. Sollen wir nicht ganz kurz hoch und dann runter und in den Hoch? Unbedingt, ne? Ja. Guck mal, das ist genau. Ich bin wie ein kleiner Junge, ich freue mich, meinen Freunden mein neues. Das geben, was er möchte und dann machen wir weiter. Juhu! Ja, Mann. Wow! Oder All Black Everything! So gefällt dir das? Geiles Teil, Alter. Auf geht, Bruder. Komm in die Gruppe, Bruder. Mein Baby heißt übrigens Diablo. Nice gewählt. Diablo. Diablo. Nicht Diabla, sondern Diablo. Diablo. Das heißt Teufel, ne? Diablo, ja. Ja. Ja, aber er meint es gar nicht so. Er findet einfach nur den Namen, weißt du. Exposed Gem TV. Wir steigen jetzt aufs Motorrad. Und jetzt geht's nach Hause.